They like to roll the dice. So, Leute, was geht ab? Conderado wieder hier mit ein bisschen Cuphead Let's Play. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile 2/3 des Spiels zu Ende geschafft. Und beziehungsweise wir haben das geschafft in den tollen Let's Plays, die es jetzt seit längerem nicht mehr gab. Und ich will auf jeden Fall jetzt zusehen, dass ich die Woche fertig werde. Und deshalb werde ich euch jetzt die nächsten Tage ein bisschen eure Abo-Box mit Cuphead Let's Plays zukleistern, hoffentlich. Und ich überlege gerade, habe ich das hier schon gemacht? Ich glaube nicht. Und ich will auf jeden Fall mal zusehen, wirklich ein bisschen voranzukommen, nicht so oft zu sterben. Und ich habe mir auch extra mal meine Fähigkeiten ein bisschen angeguckt, die ich letztens mir gekauft habe und nicht so ganz mit zurechtkam. Aber dazu gleich erstmal ein bisschen was, weil ich muss mich hier konzentrieren, zumindest ein bisschen. Ach genau, also diese eine Fähigkeit, die ich jetzt neu habe, ist, der macht immer einen Doppelsprung automatisch. Nein! Und zwar ist es mega geil, weil da kann ich einfach in alles, was rot ist, reinspringen. Muss mir überhaupt keine Gedanken machen, irgendwie aufs Timing zu achten. Und das Gute daran ist nämlich noch, dass jedes Mal, wenn ich jemanden so treffe, lade ich meinen Turbometer auf, beziehungsweise meinen Supermeter, glaube ich, heißt es. Ich kann es mir einfach nicht merken. Und was bist du für eine hässliche Fresse? Oh, schnell hier rüber. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, ob ich von denen getroffen werde. Wenn ich in die einfach nur reinlaufen sollte. So, versuche ich das mal nicht zu machen. Nein. Das ist doch gar nicht so einfach mit dieser automatischen Attacke. Weil ich da immer schnell zwischenlanden muss, um das nochmal zu benutzen. Weil ich das nur einmal eben jetzt pro Sprung machen kann. Und ich glaube, sonst geht's öfters. Und das könnte vielleicht zu einem Problem werden. Muss vielleicht mal gucken, dass ich das vielleicht doch abschalte. Aber für die normalen Gegner ist es auf jeden Fall eine mega gute Fähigkeit. Auf jeden Fall immer auf die achten, die am nächsten sind. Und haben wir es bald. Gott, ist der hässlich. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Ich schalte das mal ab und versuche gleich mal mehrere pro Sprung zu treffen. Denn wenn das nämlich geht, dann ist es auf jeden Fall viel besser. Extra Leben, klar, wieso nicht? Und auf geht's wieder. So, ich würde gerne eigentlich wissen, wen ich hier am beschützen bin. So, jetzt mal gucken gleich, ob ich zwei mit einem treffe. Ah ja, das ist auf jeden Fall viel praktischer. Er läuft. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich jetzt mal ein bisschen weniger rede, als das sonst der Fall ist, weil, wie gesagt, ich will mich ein bisschen konzentrieren, um das langsam mal zu Ende zu kriegen hier. Da muss die Unterhaltung einfach mal ein bisschen drunter leiden. So, läuft aber ganz gut eigentlich. Oh, mittlerweile sind es ein bisschen viele. Nein, ich wollte ihn unten treffen. Bäh. Okay, also mehr als 2/3 wieder geschafft. Wallop. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich eins von diesen Levels geschafft habe, habe ich irgendwas Besonderes bekommen. Ich glaube, irgendeine neue Fähigkeit oder so. Oder vielleicht sogar eine neue Superattacke, das kann nämlich auch sein.
Ich hatte aber, glaube ich, vorhin auch einfach nur Pech, dass das auf einmal so viele waren, weil die alle irgendwie gleichzeitig gespawnt sind und ich die nicht treffen konnte mit dem ersten Sprung. Schau, die falsche Richtung. Gut, hat hingehauen. Noch einer. Jetzt die Alten hier. Ja, dürfte auch langsam fertig sein, oder? Victory! Colorado is the best. So, was kriegen wir? Thank goodness you came by. Those lousy ghosts had me but good that time. Here's the last magical super art I was able to find for you. Well, time for me to take a powder. Good luck. So, dann geht sie sich also schminken und hat mir dafür was gegeben? You unlocked a new super. Ja, das ist super. Was ist denn meine neue Super-Attacke? Maneuver your spirit and body simultaneous for maximum damage. Simultaneously? Das heißt aber, das ist nur für Multiplayer. Beziehungsweise für zwei Spieler sinnvoll ist, oder was? Oder vielleicht kriege ich einfach doppelte Attacken, weil ich mit einem Geist und mit mir schieße oder so. Ich würde mal sagen, ich probiere das einfach gleich mal aus. Und wähle hier wieder diese automatische Verteidigung an. Aus, so rum. Ja. Guck mal kurz, was es im Shop noch gibt. Ach, ich habe nur eine Münze, das reicht natürlich nicht. Tschüssikowski, wir sehen uns wahrscheinlich demnächst erstmal nicht wieder, weil ich habe erst eine Münze. Das heißt, ich müsste noch ein paar von den Run-and-Gun-Levels machen, um wieder Geld zu haben. Gut, was gibt's hier? Not everyone earns a grade A rating. If you know what I mean, and not everyone can maintain that level of quality over time. Consistency, my dear friend. That is what that's it's all about. Then you will experience the scintillating, whatever that is, sensation that I do. Okay, ja, schön für dich. So, hier war ich noch nicht, okay. Werner Wehrmann in Murain Corps oder so. Gut, hoffen wir mal, dass es nicht allzu schwer wird. Der deutsche Landsmann. Okay, eine Ratte in einer Konservendose. Alles klar. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt automatisch Abwehren. Das heißt, alles was rot ist oder rosarot, kann ich einfach reinspringen. Da oben zum Beispiel, ich habe es versucht zu erwischen. Ja, und dadurch dürfte ich dann mein Turbo, wer ist da im Hintergrund? dürfte ich mein Turbo dann auf jeden Fall schneller Erfolg kriegen. Gut, also die explodieren und schießen. Oh mein Gott. Also die muss ich wahrscheinlich gleich als Sprungbrett benutzen. Und jetzt? Was geht hier ab? Oh ja, okay. Erstmal Attacke für Attacke mir angucken, was der so drauf hat. Gut, also jetzt schießt er diese Dinger, okay. Das ist aber echt gut, mein Turbo ist schon ziemlich weit aufgeladen jetzt. So, jetzt hier drauf wahrscheinlich. Genau, okay. Boah, ich habe meinen Supermeter echt fast schon voll. Nein! Oh, das war knapp. Wer ist da die ganze Zeit im Hintergrund? Ist das eine Katze, kann das sein? So, Spezialattacke. Was geht jetzt ab? Yo! In your face, man! Nein, ich bin fast tot. So, kann ich davon getroffen werden? Nee, okay.
so lebe ich noch. Ich müsste schon längst tot sein. Oh mein Gott, ey. Stellt euch mal vor, ich schaffe das hier beim ersten Mal. Oder okay, beim zweiten Mal. Nein! Boah, ich glaube, das war aber echt verdammt gut. Okay, doch nicht so weit. This tank is the ultimate weapon. You will not win. Okay, so reden also deutsche Ratten. Haben wir wieder was gelernt? Und rauchende Ratten auch noch. Ey, meine Sprungtaste hat nicht funktioniert. Das ist natürlich ungut. Gut, ich bin jetzt schon fast tot. Machen wir das mal so und fangen wieder von vorne an. Ach, jetzt sehe ich auch, dass die Ratte durch die Dose durchgucken kann da unten. Sehr lustig. Ja, man hat hier einfach meistens gar nicht Zeit, das alles hier zu genießen. Weil man so sehr damit beschäftigt ist, allem auszuweichen, was hier rumfliegt. Oh, das könnte eng werden. Ah, nein, okay, da muss ich darauf achten, dass ich nur die erste, beziehungsweise den ersten roten Gegenstand immer nur abwehren kann, mehr nicht. Auf geht's. Hat er den überhaupt getroffen? Mein toller Geist. Toller, starker, muskulöser Geist. Ich überlege, ob ich irgendwie meine Strategie ändern muss. Vielleicht eine andere Waffe aufsetzen? Versuchen wir das einfach nochmal. Und dann nochmal. Wenn der wüsste, dass ich auch Deutscher bin, würde er mich bestimmt ein bisschen unterstützen und nicht ganz so aggro auf mich rumballern hier. Boah, ich bin ja jetzt schon fast tot. That was easy as 1, 2, 3. Ja. Das Gute daran ist, beziehungsweise, nee, fangen wir mal so an. Also, dadurch, dass ich jetzt diese automatische Abwehrattacke habe, oder Fähigkeit, habe ich halt nicht mehr dieses Extra-Leben, die ich sonst habe. Und ich habe mich schon gut daran gewöhnt, immer ein bisschen extra Leben zu haben. Vielleicht sollte ich lieber wieder diese Fähigkeit nehmen. Oder vielleicht sollte ich einfach nur ein bisschen besser spielen. Da muss ich gleich mal ein bisschen noch rumexperimentieren, was hier am meisten Sinn macht. Oh, wieso ist er da jetzt nicht? Wieso hat er da nicht abgewehrt? Ich bin mir echt nicht sicher, ob der Geist den überhaupt trifft. Ups. Was macht er jetzt nochmal? Okay. Okay, okay, okay. Nein, ich bin runter. Was? Was war das denn? Aber ich finde es krass, dass all das nicht mal die Hälfte ist. Okay, okay, auf Neues. Ich guck mir gleich mal an, was für Attacken ich noch mir aufsetzen kann. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich hier benutze, macht irgendwie nicht so viel Schaden. Ah, Mist. Diese Dinge habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Diese Sprungfedern da unten, weil da bin ich manchmal drauf und manchmal benutzt er die einfach nicht. Boah, diese Dinger sind echt nicht ohne. Und ich kann die auch, glaube ich, nicht kaputt schießen. Ja, okay.
Ich hab nicht mal die erste Stufe geschafft hier. Okay. So, ich warte jetzt einfach erstmal, bis der kommt. Ich glaube, so ist es am besten. Oh nee, ich glaube nicht, dass ich ihn treffen kann. Ach man. Come on. So, mit meiner Spezialattacke warte ich jetzt einfach mal, bis die nächste Weiterentwicklung hier kommt. So, jetzt zum Beispiel. Gucken wir, ob er ihn trifft. Ich bin gespannt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Ach ja, stimmt. Was ist mir nämlich aufgefallen ist, was ich gar nicht wusste, ist, dass wenn ich diese extra Leben habe, dass meine Attacken anscheinend auch schwächer sind. Deshalb macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn. Weil ich habe schon hier das Gefühl, dass meine Attacken so gut wie nichts machen. Oh mein Gott. Und ich wurde nicht einmal getroffen. Das nenne ich Glück. Komm auf, weiterentwickeln. Nein. Nein! Verdammt. Oh, was passiert jetzt? Ach so, okay, alles klar. Hätte ich mich da ducken müssen? Kann das sein? Ja. Boah, ich glaube, echt so das Gefühl, langsam wird's richtig schwer. Und das ist noch nicht mal der letzte Gegner, also ich habe noch ein paar vor mir. Nein. Ach, Werner, Werner, du bist grausam. Ja, ich find's einfach so lustig, wie der durch die Dose da durchguckt. Durch die Löcher. So, auf. Ein muskulöser, starker Adonis-Geist. Oh Mist. Okay, okay, ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus hier. Ah, okay, ich hätte auf die andere Seite durchseppen müssen. Okay, okay. Ja, versuchen wir nochmal. Mir fällt gerade so ein, was ich benutzen könnte, ist, es gibt ja diese Fähigkeit, wo ich unsichtbar bin, wenn ich mein Dash hier benutze. Nein! Und das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn er hier die roten Tomaten oder was auch immer auf mich schießt. Ja, ich glaube, das probiere ich als nächstes aus. Gucken wir mal, also. Schauen wir mal. Mal gucken, vielleicht habe ich auch noch was anderes, was vielleicht noch besser funktioniert. Wenn wir dann irgendwann mal wieder ins Menü kommen. Oh, da sind wir.
So, also, das ist ein extra Leben, das war ein extra Leben. Hier füllt sich mein Meter automatisch auf noch. Genau. Diese Axt glaube ich nicht, dass die mir da viel bringt. So, versuche ich das jetzt mal so. Ne, ich glaube, die behalte ich, okay. So, jetzt bist du fällig. Kollege Werner. A brawl is surely brewing. Now go. Okay. Oh ja. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube schon, dass das helfen wird. Ach, ich habe den. Ich habe ja diesen automatischen Abwehrding nicht mehr. Die automatische Abwehrfähigkeit habe ich ja verloren. Jetzt muss er bringen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das wieder so wie vorher. Das Problem mit dem Unsichtbarsein ist halt immer, man sieht überhaupt nicht, wo man rauskommt aus seiner aus meiner Unsichtbarkeit. Ja, nee. Habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. So wird das nichts. Ich glaube, das mit dem automatischen Abwehren, das ist gar nicht so verkehrt. Ich muss mich halt einfach ein bisschen verbessern, würde ich mal sagen. Und dann kriegen wir das in ein paar Jährchen wahrscheinlich dann auch mal hin. Oh. Normalerweise lässt er sich immer ein bisschen Zeit. Diesmal scheinbar nicht. Okay. Läuft soweit. Nein, immer so ein Ticken zu tief. Ja, komm. Gib ihm. Wieso ist dein Herz? Oh, ich krieg extra Leben dadurch. Okay, nice. Gut zu wissen. Ja, und jetzt? Nein. Gleich mein Turbo voll? Ja. Super, meine ich natürlich. Oh, hallo, Kätzchen. So, was ist jetzt? Was ist jetzt hier los? Ah, wirklich? Davon wurde ich getroffen. Oh, da war ich aber verdammt weit. Hiss, hiss, miau. Hör auf mich zu beleidigen, du dumme Katze. Okay, fast geschafft. Oh, wenn ich da am Anfang nicht so dumm getroffen worden wäre. Ach nein. Da muss ich immer ein bisschen Abstand halten. Was immer noch nicht? Dann würde ich lieber meine Superattacke benutzen sollen, um wieder meinen Meter aufzuladen. Na gut. Wie, ey? Der hat sich einfach verpisst. Hätte ich da irgendwie was machen müssen? Check's noch nicht so ganz.
Geht diesmal schnell rüber. Okay. Okay, das ging gerade richtig nice. Das ist aber eine verdammt lange Mausehand. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Und jetzt? Nein! Tatze, ich hab's. Verdammt! Tja. Auf ein neues, würde ich sagen. So, und diesmal glaube ich immer sofort, wenn ich meine Superattacke habe, benutze ich die auch. Läuft. Ach so, stimmt. Das mache ich hier. So, mal gucken, aber was er jetzt macht. Ich. Oh, nice. Ach so, jetzt habe ich das extra Leben bekommen, aber ich hat wahrscheinlich schon alle. Also ich hat mein Leben Meter voll gehabt und dadurch wahrscheinlich nichts bekommen. Vermute ich mal. Vielleicht ist es wieder soweit. Nein. Gucken, was er jetzt macht. Ah, ich kann den steuern. Ach so. Also wenn ich nach oben und unten drücke, bewegt er sich. Wieso habe ich jetzt kein extra Leben bekommen? Vielleicht kriege ich gar kein Leben mit dem Herz. Vielleicht lädt das einfach nur mein Turbometer auf. Muss ich mal genauer drauf achten gleich. Oh nein! 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 Wie weit? Wie weit war ich denn, Mann? Das reicht doch eigentlich, würde ich sagen. Ach, nee. Okay, jetzt müsste ich doch aber eigentlich wissen, was zu tun ist. Eigentlich. Wisst ihr was? Ich glaube, der hat gerade einen Hitlergruß gemacht. Den müssen wir jetzt aber gleich mal zeigen, wer hier der Chef ist. Das geht ja gar nicht. So, also ich kann den jetzt also steuern. Wenn ich nach links gehe, geht er nach... Ja. Ah, okay. Der nimmt so ein bisschen Schwung mit. Oh, das war nichts. Das war gar nichts. Also wenn ich so ein bisschen nach links gehe, geht er auch ein bisschen nur nach links. Und je länger ich renne, desto mehr Schwung sammelt er dann, glaube ich. Um dann von selbst noch ein bisschen weiter auf ihn drauf zu stürmen. Ah, ich habe nach rechts gedrückt. What the fuck? Ah, Mist. So, ich will jetzt mal kurz noch drauf achten, ob ich ein Leben durch das Herz bekomme. Ja, wenn das Herz dann irgendwo noch hier wäre. Also wenn ich das alles mit einem HP schaffe, Leute, dann bin ich gut.
okay, jetzt gucken wir mal. Ein bisschen hoch, hier bleiben. Ich glaube, der trifft den gerade richtig gut. Ah, come on. Komm, sterben. Nein. Oh, mein Turbo ist wieder voll. Ja. Beziehungsweise mein Super natürlich. Komm, töte. Ja, Baby. Oh, da ist er. Ach was, der hat die Katze gesteuert. Das ergibt aber überhaupt keinen Sinn, weil die Katze schon da war, als ich noch mit ihm gekämpft habe. Okay, alles klar. Vielleicht gibt es ja zwei Werner, die Ratte. Yo, das war richtig nice eigentlich. Gut, hat diesmal hoffentlich nicht ganz eine Stunde gedauert, glaube ich. ich würde sagen, für diesen Teil reicht es jetzt erstmal. Wir sehen uns dann demnächst bald wieder auf jeden Fall, weil ich eigentlich vorab mehrere Teile hochzuladen, vielleicht auch mal pro Tag. Von daher, ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.